Nach dem Sieg im Turnier der 30 sahen sich die Franzosen mit verheerenden Überfällen durch den schwarzen Prinzen von England konfrontiert. Doch König Johann II. Von Frankreich rückte näher. Johann schloss schließlich im September 1356 nahe der Stadt Poitiers zu den Engländern auf. Die französische Armee war der englischen um Tausende überlegen. König Johann selbst zog in die Schlacht. Doch was erst nach einem klaren französischen Sieg aussah, wurde bald zu einem Albtraum. Der englische Langbogen dezimierte die mächtige französische Armee. Ein endloser Pfeilhagel zerriss die Hauptstreitmacht. Dann nahmen die Engländer König Johann gefangen. Der Kampf war vorüber. Die Schlacht bei Poitiers war eine weitere katastrophale Niederlage für die Franzosen. Ein Großteil des französischen Adels wurde an einem einzigen Tag vernichtet. Jetzt richteten die Engländer den Blick auf die Hauptstadt, Paris. Die Invasoren marschierten ungehindert auf Paris. In Paris stehen noch heute die Überreste einiger Mauern aus dem Mittelalter. Als die englische Armee heranrückte, suchten verängstigte Einheimische Schutz hinter diesen Verteidigungsanlagen. Würde die Hauptstadt Frankreichs der geballten Macht der Armee des Schwarzen Prinzen widerstehen können? Die Belagerung von Paris, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Und die Belagerung von Paris, die hat mich echt Nerven gekostet. Ich habe es jetzt schon zweimal probiert zu schaffen und habe es jetzt nicht geschafft. Das ist jetzt der dritte Versuch. Und es geht gerade richtig zur Sache. Gerade von Anfang an. Ihr werdet es dann gleich sehen. Und los geht's. Der schwarze Prinz Englands hatte das französische Land bereits mit Raubzügen heimgesucht. Nun wandte sich seine Armee der Hauptstadt zu. Als die Engländer vor ihren Toren standen, fiel es der französischen Armee und den Bürgern zu, die Mauern ihrer Stadt zu schützen. Jetzt wird das gleich schon mal hektisch, denn wir müssen die Dorfbewohner retten, die sich außerhalb von Paris befinden. Da am besten gerade die Minimap nutzen. Schaut auf die blauen Punkte. In der Hoffnung, eine offene Schlacht zu vermeiden, begannen die Franzosen mit der Befestigung ihrer Stadt. Sie bemannten ihre Wälle und beriefen jeden verfügbaren Soldaten an seinen Posten. Genau, also schickt sie alle in die Stadt und schaut, dass sie die Bäume fällen, dass du neue Felder baust und natürlich Gold abbaust. Alles in der Stadt. Und da merkt man, ich habe schon ein paar Mal jetzt gemacht am Anfang. Während die Franzosen ihre Vorbereitungen trafen, wurden mehrere Regimente englischer Soldaten bei ihrem Vormarsch auf die Stadt beobachtet. Also ich habe auch auf YouTube mal kurz ein Video angeschaut, wie es andere gemacht haben. Die haben teilweise mit den Dorfbewohnern noch gewartet, aber ich schicke sie gleich alle rein. Und damit ich dann halt einfach die Ressourcen sammeln kann, um Einheiten auszubilden. Ignoriert die ganzen Angriffe, denn das könnt ihr gar nicht verhindern. So, die letzten noch in die Stadt. Und ich glaube, das wären dann alle gewesen. So, Upgrades sind zu empfehlen, dass ihr am Anfang macht und dann gerade ausbilden, was so geht nicht mehr. Bogenschützen und natürlich Infanterie. Und was ihr da schon habt, vorbereiten. Ich habe die schon mal probiert auf die 1 als Taskforce. Denn wir werden später. Die Engländer zeigten keine Gnade und zogen brandschatzend auf 3 verschiedenen Routen nach Paris, an denen die Dörfer und Felder lagen, die die Hauptstadt ernährten. Genau, sobald ihr damit fertig sind, werden wir nämlich belagert, aus mehreren Seiten. Das heißt, schaut, dass ihr irgendwie so einen Eingriff-Trupp habt, so wie ich da.
wo ihr dann die Belagerungswaffen zerstören könnt. Und natürlich produzieren bis zum geht nicht mehr. Ja, das sind noch die letzten zwei. Da sollte man überall Produktion laufen haben. Sehr gut. Das erste Goldlager wird recht schnell leer sein. Also daher habe ich da unten schon mal das zweite Lager angefangen. Und Felderbau. Je mehr Produktion wir haben von Nahrungsmitteln, umso besser. Also ich war ziemlich angespannt, als ich das gespielt habe. Und ja, ich tue es jetzt gerade nach vertonen, weil ich war so konzentriert, da wollte ich einfach nicht mit nur kommentieren zu dem, was ich gerade mache. Und ich war schon ein bisschen genervt, dass ich es zweimal nicht geschafft habe. Tipp, achtet auch immer auf die Dorfbewohner, die gerade nichts machen und tut sie gerade irgendwo zuweisen. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten und dann fängt auch die Belagerung schon an. Die erste Belagerung wird auch von der Mitte kommen und dann links und rechts. Das sind immer die gleichen Stellen. Also da kann man sich auf die Tore den Fokus legen. Und ich schicke da schon mal Bogenkämpfer, bisschen Armbrustschützen drauf, so wie es nur geht. Und dann ist es einfach der Trick, dass man mit der Infanterie, also mit der Kavallerie hier, die ganzen Belagerungswaffen schnellstmöglich kaputt macht und dann wieder hinter die Mauern geht. Ihr werdet es dann gleich sehen. Ein bisschen Zeit haben wir noch, weil die machen jetzt noch alles außerhalb platt. Und währenddessen produzieren, was gerade geht. An der Stelle wird mich immer wieder geärgert, denn unten das Dorfzentrum wurde immer mit ausgewählt. Als Recap, ich hätte mehr berittene Einheiten machen sollen. Die sind einfach schneller. Ich gebe jetzt sagen ein paar Minuten noch und dann ist es soweit. Also sind die 6-8 Dorfbewohner würde ich mal als extra produzieren. Einfach nur, damit wir die Abbaugeschwindigkeiten da haben. Upgrades schaden natürlich auch nicht. Gleich geht's los. Am Marktplatz überschüssige Sachen verkaufen und dann wieder Nahrung kaufen etc., was halt gerade fehlt. Also schaut wirklich, dass ihr die Armee so groß aufbaut, wie ihr noch könnt. In der kürzesten Zeit. Ja, ich hätte vielleicht auch bei den Truppen noch ein paar Upgrades machen sollen. Aber ich wollte eh mal auf die Masse gehen. Während die Franzosen weiter ihre Armee versammelten, eroberten die Engländer das letzte der umliegenden Dörfer und hatten Paris so nahezu umkreist. Was jetzt gleich passieren wird, ist, es werden Truppen rundherum Paris spawnen. Greift die nicht an, die bleiben stehen. Es kommen dann eigene Truppen, die dann uns belagern werden. Und da sind sie auch schon auf der Karte zu sehen. Im schönen Kreis um die Stadt herum. Und alles, was er irgendwie im Pfeil schießen kann, rauf auf die Mauer. Das Umland stand in Flammen und die Engländer marschierten vor die Tore der Stadt. Nun wappnete sich die französische Armee für die Schlacht. Die Hauptstadt sollte auf die Probe gestellt werden. Würden die mächtigen Mauern von Paris der englischen Belagerung standhalten? Was ich jetzt da gerade sehe, wir hatten da noch ein Steinlager unter dem Dorfzentrum. Das habe ich ganz vergessen irgendwie zu nutzen. Weil die Steine hätte ich verkaufen können. Alarm, als die Engländer ihren Ansturm auf die Stadtmauern begannen. Erster Angriff und der ist in der Mitte. Und es ist immer mit einer Belagerungswaffe. Kurz den Eingreiftrupp auf eine Nummer legen und schaut, dass ihr dann die Sachen kaputt macht. Der Rest machen die Bogenschützen. Auch noch, wenn ihr es habt, schickt es einen Dorfbewohner zum Reparieren. Ich habe es nicht geschafft, die Mauern teilweise zu halten.
aber mit Reparieren könnte es ein bisschen hinauszögern, bevor es kaputt wird. Eben, Truppen wieder zurück und Bogenschützen machen den Rest. Die werden jetzt gerade wieder eine Belagerungswaffe machen. Das könnt ihr aber ein paar Mal wiederholen, einfach um die Truppen zu dezimieren. Man kann es ein bisschen ausnutzen, dass es hier komplett durchgeskriptet ist. Also dass immer die kleinen Einheiten kommen mit ihren Belagerungswaffen und dass man die dann langsam dezimiert. Der nächste Angriff wird gleich von der linken Seite kommen, aber auf den habe ich leider zu spät reagiert. Denn die kommen damit am Belagerungsturm und die werden wir gleich meine ganzen Bögenschützen vernichten. Und hier natürlich nicht vergessen, alle Sachen zu reparieren. Das ging bei mir auch noch mal ein bisschen unter. Und natürlich produzieren, was nur geht, so oft es geht. Jetzt ist gleich, ja, jetzt ist soweit. Also na, das sind noch die da vorne, aber die sollten kein Problem sein. Das machen unsere Bogenschützen. Da hätte ich jetzt schon die Truppen nach links schicken sollen. Ich war einfach viel zu angespannt. Ich wollte kein Risiko eingehen. Und jetzt kommen sie von links. Eben, ich habe es nicht gemerkt. Und da seht ihr, wenn man zu weit rausgeht, dann kommen die Unterstützungstruppen. Aber kämpft gegen die nicht. Digga, der Pfeil war schon die ganze Zeit da gewesen, damit ich darauf hingewiesen hätte. Und erst jetzt reagiere ich drauf. Und da ist der Turm aber schon an der Wand dran. Und macht meine Truppen hier fertig. Das hätte besser gehen können. Vor allem hätte ich da nicht so viel Bogenschützen verloren. Also, mobile Einheit dahin, Turm kaputt machen. Und dann denke ich mal, ist der nächste Angriff auf der rechten Seite. Die in der Mitte müssen wir erstmal keine Sorgen machen, die sind schon recht gut dezimiert. Und wenn ihr so einen Kampf habt, zieht mir die Truppen kurz weg, damit die auf dem Boden sind und dann wieder Angriff. Das geht ein bisschen besser. Werdet ihr gleich sehen. Die Franzosen hatten tapfer gekämpft und den ersten Angriff der Engländer zurückgeschlagen. Das waren aber schon zwei Angriffe. Eben, also da ziehe ich jetzt gerade zurück. Die kommen hinterher und dann halt wieder angreifen. Jetzt haben wir einfach nur zwei Dudes da oben. Das ist natürlich ein Problem. Darf ich jetzt alles wieder aufrüsten? Ich versuche jetzt gerade die ganzen Einheiten wieder zu produzieren, dass wir die wieder raufkriegen. Währenddessen unser Eingreiftrupp in der Mitte, da wird einfach gern stationiert, damit ich dann schnell zu allen Punkten hingehen kann. Und es dürfte jetzt nicht mehr lange dauern, dann kommt der Angriff von rechts. Und der wird mit zwei Rammböcken sein. Im Doppel- oder Trippelpack sind die echt gefährlich, denn die reißen so schnell die ganzen Sachen nieder. Die müssen wir kaputt machen. Aber Gott sei Dank kann man da ganz gut schon an Bogen schützen. Ja, machen wir die mal kaputt. Damit der Rest dann die Bogenschütze machen können. Das geht Gott sei Dank recht fix, wenn man schnell genug ist. Wunderbar, beide kaputt. Und dann gerade alle wieder nach innen. Ja, und da waren schon die nächsten. Und rein. Lass die Bogenschützen die Arbeit machen. Linke Seite noch verstärken. Bis zum Ende hin. Produziert's. Und jetzt haben wir wieder 8 Untätige. Schickst sie gerade zum zweiten Einkommen. Und das macht's dann mit dem Rest, also auch beim Stein. Ich vermute, der nächste kommt gerade wieder von der Mitte. Was ich jetzt da versuche, ist quasi zwei Einheiten zu formieren. Einer in der Mitte, einer links jetzt gerade. Also wenn ihr genügend Einheiten macht, warum nicht? Dann könnt ihr schneller eingreifen. Ein paar sinnvolle Upgrades machen, wo es geht. Ich glaube, die haben wir schlussendlich auch. Das war dann die Rettung. Ja, da kommen sie jetzt von zwei Seiten. Wieder die Türme. Und da auch Raumdecke.
Was ich jetzt natürlich da auch nicht gemacht habe, ich habe die Einheiten da oben lassen. Und die kriegen mich gleich mal eins auf den Deckel. Nämlich jetzt. Ja, da hätte ich im Nachhinein mit dem ganzen Trupp da hingehen sollen. Weil da der Ramburg, das kriegen wir schon hin. Also würde ich die Mission noch ein viertes Mal spielen, dann würde ich eher auf Beritten-Einheiten setzen, die einfach schneller sind und gleich schon mal auf zwei Seiten aufteilen. Also gerade um diese Türme aufzuhalten. Also, hat mir einfach viel zu viel gekostet. Aber ja. Perfekt spielen will ich nicht, sonst mal sehen, wie ich struggle. Aber die ersten Phase wollte ich euch nicht zeigen. Wird, also schaut auf die Tore, nicht dass die fallen. Und jetzt da vorhin ja gerade schon den Bauer hingeschickt. Auch das würde ich in Zukunft ändern. Ich würde gleich schon mal zwei, drei Bauern abstellen bei den Toren, dass die einfach durchgehend reparieren. Das gleiche beim Turm. Die französische Verteidigung der Hauptstadt blieb standhaft und begann die englischen Invasoren nach und nach zu zermürben. Ja, jetzt bin ich ein paar mehr Berittene, damit ich einfach schneller eingreifen kann. Ich schicke dir schon mal alle auf die linke Seite und der Rest in die Mitte. Und ich hätte auch da mehr Holz und Stein verkaufen sollen, damit ich mehr Nahrung habe. Dann hätte ich auch da mehr produzieren können. So als Selbstreflexion und Kritik an mich selber. Ja, da versuche ich jetzt gerade ein bisschen manuell aufzuteilen, bevor die nächste Überraschung kommt. Und wieder von vorne. Diesmal aber am Tribuchet, aber da hinten dabei. Schaut, dass ihr das kaputt kriegt. Die machen wir euch sonst fertig. Und wir haben noch das kleine Teil dazu. Ah, wie heißt denn das nochmal, was das 7 Megapfeile verschießt? Auch das müsst ihr unbedingt zerstören, weil das schießt euch die Bogenschützen und die Armbrustschützen von der Mauer weg. Weil es ist ein bisschen gefährliches Spiel, ihr seht, die Unterstützung kommt mit dazu. Geht immer wieder raus und rein. Ab und zu kommen die dann auch weiter zur Mauer hin. Aber geht es nicht in Konfrontation mit Unterstützungseinheiten hier. Und retour. Das wäre mit Reitern viel besser gegangen. Also ich bedeutet das Ding, so eine Endlos-Produktion wäre da ganz praktisch, dass du das einstellen könntest. Also vielleicht geht's, ich muss mal nachschauen. Ohne dass ich da ständig manuell klicken muss. Da seht ihr es jetzt gleich. Die werden alle einzeln runtergeschossen. Das habe ich auch jetzt da gemerkt. Und schade, dass ich die Einheit nochmal rausschicke, damit das Teil kaputt machen. Aber es ist ein gefährliches Spiel. Und kaputt ist. Da hatte ich jetzt schon wieder reingehen sollen. So, ihr seht gerade, dass wir wieder Dorfbewohner haben, die nichts tun. Steckt hier gerade zum nächsten Lager. Einfach nur, dass wir die Ressourcen haben und hier nichts verschwenden. Nehmen sie nie Stein. Ansonsten haben wir auch kein Goldvorhaben mehr. Nur noch das eine Steinvorhaben. Und jetzt kommen drei Ramböcke, die müssen wir kaputt machen. Denn die brauchen nicht lange, um hier die Mauer einzureißen. Mal warten wir alle beide hin. Und Angriff. Komm. Wunderbar. Jetzt ziehe ich da gerade schon meinen Bauern hin. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Auch wenn die Mauern von Paris gefallen waren, würden die Franzosen die Stadt noch halten können, solange ihre mächtigen Wahrzeichen unversehrt blieben. Also ist nicht das Schlimmste, wenn die Mauer fällt, ihr könnt es trotzdem noch halten. Aber ich war natürlich jetzt gerade ziemlich gestresst, weil das war meistens in den ersten beiden schon mein Ende. Ihr könnt natürlich versuchen, das Ganze wieder aufzubauen. Ich glaube, das habe ich auch versucht.
Einfach nur, dass wir so einen Puffer haben, bis die Einheiten reinkommen. Ja, genau. Und jetzt mache ich gerade die Mauer hier wieder, aber ohne Tor. Und die Einheiten auf die Innenseite wieder rein. Alles, was nicht schießt, wieder zum Unterstützungstrupp. Der Rest auf die Mauer drauf. Wunderbar. Und wieder aufteilen. Ich muss wirklich öfter mit dem Kopieren arbeiten. Und der Angriff wieder von beiden Seiten. Ich hätte wirklich mehr Sachen. Bei so viel Stein und so viel Holz hätte ich wirklich Sachen verkaufen können für mehr Nahrung. Oh, ich wollte doch ein Tor wieder bauen. Aber der Bauer soll erstmal wieder Lebensmittel farmen hier. Und der nächste Rambock. Da war der 3. Oder sind die Einheiten eh schon vorgegangen? Der nächste Turm. Ab sofort wieder angreifen. Also ihr merkt es, man kann kaum durchschnaufen. Nerven waren sehr angespannt. Die nächste Seite ist gefallen, aber noch nicht so tragisch. Außer zwei Ramböcke, die machen schon ordentlich Schaden, vor allem wenn sie auf ein Ziel gehen. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, uns mal wieder zu sammeln. Der nächste Angriff wird nämlich von der Mitte wieder kommen. Währenddessen wieder Truppen produzieren. Und was ich auch da jetzt übersehen habe, wir haben jetzt wieder 14 Bauern, die nichts tun. Also dürfte unten der Steinvorkommen fertig sein. Hätte ich wieder umziehen können. Und dieser Rambock, der geht einfach rein. Ignoriert meine ganzen Truppen. Und die Truppen ignorieren ihn. Also man sagt's. Ich werde die letzten noch fertig machen. Schauen, dass wir die Verteidigung halbwegs aufrechterhalten. So, hier machen wir wieder eine Mauer. Der Feind verzweifelte zunehmend, als sich seine Reihen lichteten und die Hoffnungen auf den Sieg schwanden. Also vom Progress her haben wir schon 2/3. Ich glaube, eine oder zwei Wellen kommen jetzt noch. Und das Gute ist, die Armee, was jetzt da gerade draußen steht, wir müssen nicht gegen die komplette Armee kämpfen, sondern nur gegen diesen einzelnen Wellen. Also ein, dass ihr da schon mal ein bisschen entspannt seid. Und da kommen sie. Mit 2 Tribuchets. Das wird uns jetzt wieder Truppen kosten, die Tribuchets kaputt zu machen. Denn die sind natürlich genau da platziert, dass ich mit dem Bogenschützen nicht rankomme. Und dabei jetzt die Taktik, wie es mit dem Pferd schnell raus, die kaputt machen und wieder zur Retour. Und jetzt kommen die Unterstützungseinheiten schon wieder. Also, sag ich denn nicht Trebuchets, das sind ja Katapulte. Wie Superheld. Und wieder rein. Das verlieren wir sonst. Gut, da ist jetzt dicht. Kann jetzt wieder hier Holz abbauen. Und jetzt endlich mache ich das mit dem Waren verkaufen und wieder Nahrung einkaufen, damit ich einfach schneller produzieren kann. Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Ich denke, ich darf mich einfach nicht so sehr stressen lassen. Gut, wieder reparieren lassen. Ich lasse sie weiterhin da links sammeln. Weil ich glaube, sie kommen auch noch mal von der Seite. Ob da jetzt ein Tor ist oder nicht. Und da uns jetzt bald wiederholen. Wieder ein Rambock und dann gehen sie wieder hin. Und jetzt von der rechten Seite. Das sind jetzt aber wirklich Tribuchets. Sieht zumindest so aus. Ja, das sind Tribuchets.
Oder Triebeschiss? Bin mir gar nicht sicher. Triebeschiss. Jetzt mehr auf die Britinnen. Ich meinte, man kann auch auf die Gebäude ein Hotkey machen. Das habe ich zumindest in einem Video gesehen, dass einer das so gemacht hat und da die Einheiten produzieren hat lassen. Ich muss mal schauen, wie das geht. Aber vermutlich ähnlich, wie du die Einheiten kopierst. Jetzt habe ich gleich eine Phase, wo es ein bisschen ruhiger wird und die Truppen ein bisschen sammeln kann. Aber wir werden gleich zwei Beispiele sehen der KI, wie sie super intelligent ist. Ihr müsst jetzt mal auf die Tribuchets auf der rechten Seite achten. Die machen nichts. Die tun sich immer wieder aufbauen und abbauen. Ich glaube, die wollten eigentlich das Tor zerstören, aber das ist halt schon im Arsch. Das wiederholt sich jetzt so die ganze Zeit. Daher habe ich das auch erstmal ignoriert. Einfach, dass ich hier meine Gruppen wieder habe. Bevor es stressig wird, denn sie werden jetzt von allen drei Seiten angreifen. Da oben wird der Turm nochmal repariert. Truppen bisschen geht nicht mehr. Sonst dürfte es dann in jedem Moment gleich mal soweit sein. Ja. Rammböcke in der Mitte. Eigentlich von allen Seiten. Und die Rammböcke, die drei, schaut mal, die gehen jetzt nach unten. Das ist total irrsinnig. Anstatt dass sie da das Loch durchgehen. Also ja, intelligent ist was anderes. Da schickt man jetzt die mal raus. Ja, die Türme habe ich jetzt erstmal ignoriert, weil da eh nichts mehr gewesen ist. Die wollte ich dann da unten durchbrechen lassen, habe da entsprechend die Einheiten unten platziert, als Willkommensding. Ja, das war dann nicht mehr wirklich zu retten. Also der Bauer probiert es noch. Ja, da war es. Jetzt heißt es einfach nur statthalten. Das ist jetzt auch die letzte Welle. Also jetzt nur noch die Einheiten kaputt machen, aber nur die, was wirklich angreifen. Dann easy going. So, da habe ich jetzt mal eine abgezogen. Und habe die dann da oben nach links geschickt. Die sollten damit eigentlich fertig werden. Ja, die gehen jetzt alle hier rauf und ja, haben dann ein Gefecht oben auf dem Wall. Und jetzt sind sie unten durchgebrochen und können die dann angreifen. Aber es ist kein Gegner für uns. Aber es hätte keinen Sinn gemacht, die vorher anzugreifen. Aber ich meinte, ich müsste noch die Trebuchets oben rechts angreifen, weil die noch als Einheit zählen. Aber dem Gott sei Dank genervt. Gut, die Einheit noch als Unterstützung. Dessen weiterhin produzieren. Hat für die ganzen Verluste vorbei. Ist. Hat sich in Grenzen gehalten. Gleich am Anfang an ein bisschen strategischer vorgegangen, hätte ich da glaube ich die Wende gar nicht verloren. So, genau. Gut, das war's. Das jetzt nur noch die Tribuchets. Und da glaube ich, bin ich jetzt gleich mit allen reingegangen. Weil natürlich da die Unterstützungseinheit wieder kommen wird. Oh, na, den habe ich noch ganz übersehen. Da wollten die gerade nochmal so einen Rumbock bauen. Da habe ich noch ein paar Einheiten hingeschickt zum kaputt machen. Ja, bin schon ein bisschen froh, dass hier nicht die ganzen Unterstützungseinheiten mit reingelaufen sind zum Schluss. Weil die hätten mich dann, glaube ich, fertig gemacht.
Ja, jetzt kommen sie ja doch mal ein bisschen näher. Aber sie machen halt nichts. Lassen sich nur von meinem Turm beschießen. Ja, KI. Also ein KI-Preis gewinnt das Spiel halt nicht. Es ist schon vorhersehbar, wie die Sachen passieren. Zumindest ist es jetzt deiner Kampagne. Okay, weil ich mit mehr Truppen reingehen soll und jetzt hole ich mir auch alle. In der ganzen Zeit, glaube ich, habe ich nicht links oben auf die Anzeige geschaut. Mir war nicht klar, dass es wirklich das Letzte ist. Hätte ich einen Sturmangriff machen sollen? Naja. Ich bin ja kein Age of Empires Profi. Learning by doing. Aber jetzt sind wenigstens die Trebuchets nach vorne kommen. Ich meine, das haben sie auch im Tutorial drin, dass man die Einheiten wirklich anlocken soll. Die letzten. Ja, endlich, wir haben es geschafft. Ich war so erleichtert in dem Moment, dass es vorbei ist. Von der Stärke der französischen Verteidigung geschwächt und demoralisiert, brach die Armee des Schwarzen Prinzen ihre Belagerung der Hauptstadt ab. Paris feierte den Sieg. Auch wenn es für die Franzosen nicht die letzte Prüfung in diesem Krieg sein sollte. Ja, also würde ich mir selber eine Note geben. Dann war es vermutlich eine 3-, weil ich es gerade noch so geschafft habe. Jetzt wollen wir gleich uns noch ein Bonusvideo anschauen, das es hier Gott sei Dank gibt. Und dann war es das mit der Episode. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Also bis zum nächsten Mal. Erstmal das Video. Auf den Schlachtfeldern des Hundertjährigen Krieges lauerte überall die Gefahr. Um sich gegen diese Waffen zu verteidigen, wurde eine neue Art von Rüstung erfunden. Der Plattenpanzer. Plate armor clad the knight in an articulating exoskeleton of hardened steel. A hard outer shell that still flexes and moves with the body. Er bot beeindruckenden Schutz und war eine außergewöhnliche technische Errungenschaft. Now one of the ways the armor gets its strength is through shape. Both of these pieces are made out of the exact same thickness as steel, but I can show you there's one stronger than the other. Here's the one with no shape. You see it buckles immediately. If I swap it for one that's been forged to have strength and shape, you can see it's much stronger. It's going nowhere. Nicht nur seine Form gab ihm Stärke, sondern auch die Art, wie Plattner das Metall bearbeiteten. Now the benefits of using heat is it obviously makes the piece more plastic, more ductile, lets me shape it. But the fuel also adds layers of carbon into the outer surface. This helps me increase the hardness and strength of the material. Gute Plattner konnten die Temperatur des Metalls auf einen Blick abschätzen. Die richtige Hitze stärkte das Metall. Die Kombination aus wärmebehandeltem Metall und festen Formen ermöglichte weniger dicke und schwere Rüstungen. Man konnte viel leichter darin kämpfen. Doch Plattenrüstung von hoher Qualität hatte auch einen Nachteil. Sie war extrem teuer. Now not everyone could afford full steel plate armor. For the common man there is a brigandine. Now these are made up of overlapping steel plates that are then riveted through a textile outer. This gives you a much bigger range of movement, but is limited and is not as strong as a full steel breastplate. That said, it is much cheaper and much easier to maintain. Der gepanzerte Ritter war praktisch unverwundbar. Doch Rüstung bot nicht nur Schutz. Sie war auch eine Waffe und zeigte die Macht und das Ansehen eines Ritters.
Die Rüstung macht ihren Träger zu einem Kunstwerk.